Weiter geht. What the fuck? Hallo? Ich komme ins Spiel wieder rein und das wird geschossen. I retarded. Was ist das? Diese Psychopathen. Du Kotzi, wer ist das? Ach, sind das. Hallo, Raiderline. Achso, Arrest. Was? Arreststoß? Soll ich hier verreckt verstanden? Kotzi, du bist so brutal, Steiger. Oh, Kotzi, Kotzi, schnell! Sehr gut, Kotz, sehr gut. Du hast mit dir getanzt. Nice. Ah! Kotz, there is another one shooting at me. Really hard. Au. What the fuck? Ja, einen Kampf. Alter, was ist für ein... Warte mal kurz. Bam! Wow, das hat jetzt echt viel gebracht. Kotz, hey. Siehst du, dass da geschossen wird? Guck mal. Auf ihn. Hat er eben Raider Sir gesagt? Das ist ja total chillig. Ha. Mensch, hey, Mensch, hey. Ja, was zu saufen noch mit? Ah, nee. Er hat einfach nichts zu trinken am Start hier, der Knelch. Aber wir haben noch... Genau. Das ist jetzt aber nicht gegrillt, ne? Da. Gerested Mylock Filch. Jetzt helfen wir den Bangert halt mal kurz. Komm, gehen wir mal da runter. Wir haben ja oben, glaube ich, eh nur irgendwas gebaut, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Ich muss kurz Sachen mal Schulenflug wieder runter machen. Guck mal, der ist sau stark irgendwie. Willst du nicht mal... Guck mal, wie er da steht! Alter, 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 Alter! Ich weiß, die Waffe ist scheiße. Aber das ist, für die haben wir zumindest so viel Munition. Ah! Er boxt mich einfach! Schulkohle drüber, drüber, drüber. Komm. Oh. Mach eine Schulterverletzung. Yeah, level up, Alter! Brauchen Sie etwas, Sir? Nee, doch, Wasser. Hey! Brauchen Sie. Bedienen Sie sich. Dankeschön. Jetzt haben wir auch bereitet das Weather. Ich glaube, dass der... Achso, wir sind ja gerade aufgelevelt. Ich bin so Dame. Ich glaube, dass die zwei Leute da oben von unserer Butze eigentlich sind, ne? Radawa! Kann das sein? Seid ihr von unserem Haus? Ich bin neu in der Gegend. Ja. Ich wollte mich mal vorstellen. Hallo. Ich wollte dir persönlich... Denk da, man muss den Dialog zu Ende machen, sonst hängt sich das Overlay auf. Soll ich irgendwas Bestimmtes machen? Ich bin bereit, überall mit... Aha. Aha. Brauchst du was? Brauchst du irgendwas? Um ehrlich zu sein, sind unsere Lebensmittel... Aha. Mach ich dir hin. Die mache ich dir easy hin. Wo kommt man da hoch? Hier. Ich mache euch mal geschwind ein paar Lebensmittel hier. Habe ich zufällig im Sack. Und zwar folgendes. Folgendes für euch. Ihr könnt ja einen Buchstabe. Erstmal kriegt ihr noch ein paar Betten hier rein. Guck mal. Ihr habt ja nur eins hier. Ist ja lächerlich. Ihr seid ja zu zweit. So. Okay. Zwei Betten. Fertig. Essen. Zauber ich euch mal ganz genüsslich hin. Erstmal ein bisschen Water. Hier ist your water. You can have your water behind the house. You can pump here. Look. Look at this. So. Das Fass kommt noch weg. Und dann gibt es noch was zu Futre. Haben wir irgendwo noch was rumfliegen? Oh, wir haben nichts zu essen dabei. Warum haben wir das jetzt zum Beispiel nicht geteilt mit den anderen Basen? Haben wir nicht irgendwo noch was rumliegen? Ja gut. Da wird es auch kurz sauer mit eurem Essen. Ich muss erstmal einen Wachposten bauen. Das ist eigentlich genauso wichtig wie der andere Scheiß, den ihr wollt. Hier wird jemand wachpostieren, und zwar du. Bewegen. Nee, halt nicht so. So. Okay. Okay. Braver Mann. Ja gut, wir brauchen noch Essen. Das können wir uns ja von woanders schnappen. Wächst ja nicht irgendwo noch eine Kleinigkeit rum? Ne, sieht nicht so aus, ne, dass hier irgendwie was Wildes wächst. Okay. Wir haben hier vorne... wir haben noch die andere Butze. Hier beim Tuffington Bootshaus. Ich glaube, da wuchs etwas. Stimmt, wir haben letztes Mal überall die Dinge aufgestellt, ne? Diese Ständer, ja. Nee, nee, nee. XL. Als Dopingmittel, aha. Ja, ich bin noch ein bisschen müde. Ich bin zwar schon einige, also sehr lange eigentlich schon wach, aber... Beziehungsweise gerade deswegen drückt sich die Müdigkeit wohl jetzt gerade durch. Ich habe schon viel aufgenommen und geschnippelt. Ich habe heute mehr oder weniger meinen studienfreien Tag. Oh, was machst du? Ihr habt was zu essen. Gut. Aber wahrscheinlich nicht genug. Doch, ihr habt alles genug. Okay. Aber hier braucht ihr bestimmt nicht alles. Du brauchst den Stuhl doch nicht, oder?
Da, der ist kaputt, den braucht ihr nicht. Hier haben wir noch gar nicht leer geräumt, also jetzt an sich dieses Grundstück. Voll schön, dass wir so viele Leute haben. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut, wie das hier eingerichtet ist. Das ist natürlich nicht schön hier. Fusionszelle nehmen wir gleich mit. So geht eh nicht, hört auf da reinzuscheißen. Der geht auch nicht. So, da haben wir so eine Kackpistole rumliegen. Leichen will ich natürlich ungern im Haus haben, ne? Ist klar. Wir können gerne auf... Ach du Scheiße. Und... Oh! Fuck. Ich wollte eigentlich, dass es zwischen die Beine rollt. Aber egal. Wir haben drei Betten. Haben wir nicht schon genug? Genau. Oh nein, nein, nein. Weil das ein Dialog jetzt mit dir da ist. Ich will nur ein bisschen handeln. Naja, okay. Okay. Kronkorken? Warum haben die immer Kronkorken dabei? Das brauchen die doch gar nicht. Ich bin doch da. So, jetzt bauen wir hier noch eine Beschützung hin, eine Schutzwand. So, nämlich das hier. Und zwar einmal in diese Richtung. Und in die andere Richtung baue ich ein Geschütz hin. Ach, jetzt wollte ich einmal drehen. Ich wollte mit E drehen, dann baut man die Scheiße. Komm ein bisschen in die Ecke. Ach, obwohl, sie kommen eher von da vorne. Essen. Sie sollten hier unbedingt... Ach so. Moment. Scheint wirklich was zu werden. Ich bin neu hier. Oh, ich will nur ein bisschen handeln. So. Kann man hier auch noch bauen? Nee, kann man nicht. Es ist nur hier drin. Ich will nicht nur ein bisschen handeln. Ich wollte mir ja nur den Scheiß klauen, dass ich hier was zu essen anbauen kann. Und zwar eure verschissenen Faschistenkürbisse. So. So. Und so. Oh, noch ein bisschen. Hat er dich noch? Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das war's schon. Naja, die zwei weiteren, die werden ausreichen, denke ich. Läuft. Ich hole noch schnell... Jetzt bin ich wieder rausgegangen. Ich hole noch schnell Wasser. Damit wir mit Wasser versorgt sind. Ja, ich mache das mal dahin. Hier hin. So, und jetzt seid ihr auch super gut drauf, oder? Vor allem du. Sehr schön, sehr schön. Das Grundstück hat ja auch bereits... Ist ja auch bereits zugewiesen zu unserem Hauptdorf. Die Ressourcenverteilung findet also statt. Vielleicht kann ich ja noch irgendwas abreißen, was hier auf dem Boden irgendwie rumliegt, was eh kaputt ist. Ja, guck mal, den Scheiß, den brauchen wir natürlich nicht, ist klar. So. Den Korb braucht ihr auch nicht und den Emaille-Eimer sowieso nicht. Den ganzen Scheiß könnt ihr auch direkt vergessen, was ist hier? Bläfliegen-Kacke. Weg damit. Kommt halt dahin. Können wir diese Dinger hier auseinanderfuchteln? Oh, nice, sehr schön. Das ist gut. Dass wir die jetzt nochmal auseinandernehmen konnten. Die waren ja eigentlich so zusammen. Haben wir hier alles rausgeholt? Also alles Wichtige. Ja, sieht so aus. Skalpell! Aha. Und ich dachte, wir hätten schon alles rausgeholt. Es wird nicht gehamstert. Kotz. Kotzbirne. So, Transfer. Den gesamten Schrott einlagern. Wir sind wieder schön leicht. Wir schießen noch kurz jemanden im Kopf. Nein, wir haben nicht gespeichert. Ja, wir speichern mal richtig. So, okay. Also, ich denke, wir wollen jetzt ein bisschen die Story weitermachen. Wir haben jetzt die letzten drei Folgen, glaube ich, ziemlich viel rumgedödelt. Und das machen wir jetzt auch mal. Muss eh die ganze Zeit gehen, da ist es optimal, wenn wir jemanden haben, der uns irgendwas erzählt. Begib dich zu der Detektei Valentine, geh der Funknachricht nach. Was haben wir denn hier unten? Sonstiges. Gib Sheffield eine Nuka-Cola, erkunde die Combat, das Combat Zone. Fuck that, nothing. So. Ah ja, Irren ist menschlich. Ich würde sagen, das machen wir mal weiter. Ist an sich eine ziemlich coole Story. Ich habe es nicht mehr ganz so im Kopf, aber es ist echt angenehm. Ihr wisst ja, angenehm, es ist echt cool. Ihr wisst ja noch, wir waren in Covenant in dieser Stadt, wo wir am Anfang diesen Test machen mussten, um erst rein zu können. Dann, die auch komplett umringt ist von Mauern und hier mit den Geschützen. Und innen drin hatten wir einen Knilch, der hat gesagt, da stimmt irgendwas nicht mit denen, weil ja die eine Karawane verschwunden ist. Okay, jetzt gehen wir mal Richtung
Da hinten, denn da ist angeblich die Karawane, Suche bei der zerstörten Karawane nach Hinweisen durchgekommen, beziehungsweise da hinten ist sie halt eben, da ist die zerstörte Caravan. Also ich muss echt sagen, es sieht wirklich nice aus hier mit dem leicht grünen Jump Bumble. Das gefällt mir wirklich gut. Habe ich schon gut gemacht. Habe ich gut ausgesucht. Hello, Caravan. Oh my god. This is a Caravan. Einer liegt da rum, ein Tod. Die Karawane wurde ganz in der Nähe von Covenant angegriffen. Komisch. Voll in der Nähe. Sau merkwürdig. Sau in der Nähe irgendwie. Warte mal. Militäruniform, Kronkorken. Ich nehme mal das Fleisch mit. Sollte jetzt hier drin was sein? Jetzt müsste hier drin nicht irgendwas sein? Ha. Das verwundert mich doch jetzt stark. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, da sollte eigentlich was drin sein. Kann ich jetzt direkt nicht benutzen? Stimmt hier irgendwas nicht? Ich lade mal kurz den Spielstand neu. Ich speichere mal. Und lade das hier jetzt mal neu, dieses Stück. Falls nicht, gehen wir einfach wieder zurück. Es gab noch ein Teilquest in der Stadt selbst. So sah es vorhin zumindest aus. Ha! Aber vielleicht irre ich mich auch. Man muss gar nichts oder sollte gar nichts hier finden. Aber ich glaube irgendwie schon. Frage der nach den Sim. Haben wir das nicht schon gemacht? Go, go, go. Go, Shori. Boah, ich habe eben kurz voll panisch auf die Aufnahme geguckt. Ich dachte, die wäre aus, aber das war die Streamzahl, die aus war. Alles klar, alles cool. Leute, beruhigt euch. Ich muss übrigens schon einmal hier in diesem Projekt einmal was Erneutes aufnehmen. Hey, Dan. Dieser Ort macht mich verrückt. Weil meine Stimme übersteuert hat. Du findest was über die Karawane. So. Die Leute hier reagieren Ach, aber du bist wohl neu hier. Synths sind vom Institut hergestellte synthetische Wesen. Echt fortschrittliche Maschinen. Es könnten auch Menschen sein, weil keiner den Unterschied zwischen ihnen und uns erkennt. Jeder im Commonwealth hat Angst vor Synths und dem Institut. Aber jetzt, wo ich es erwähne, ich bin schon lange hier. Und niemand hat auch nur ein Wort über sie verloren. Das ist seltsam. Das ist merkwürdig. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Also, was ist das Institut? Frag drei Leute, dann kriegst du drei verschiedene Antworten. Völlig verschiedene. Die meisten glauben, das Institut steckt hinter allem, was im Commonwealth schlecht ist. Deine Schwester verschwindet und du verlierst einen Brahmin? Das Institut. Siedler werden in der Nacht getötet? Das Institut. Aber ich kenne niemanden, der irgendwas davon beweisen kann. Aber man kann nicht leugnen, dass es Synths gibt. Das Institut unterwandert uns also. Und ich bezweifle, dass das zu unserem Vorteil sein soll. Hast du Beweise, dass Covenant was mit der Karawane zu tun hat? Nein, ich habe noch keinen Beweis. Wir reden später. Dummerweise habe ich auch keinen Beweis. Hier, trinkst du deine Limonade? Alter, Guschen. Ah, halt. Boom, Shakalaka, Mother. Richtig. Haben wir nicht... Oh fuck, hab ich's gehört? Oh shit. Die ganze City ist einfach total am Ausrasten. Weg! Total unfreundlich. Total unfreundlich. Kotz, komm rein. Du musst halt die Tür zumachen, Kotz. Dummbar zu verschissen. Bleib draußen, Kotz, hier bitte. So, nein! Ich wurde wieder entdeckt. Ajo. Wie die ganze City ausrastet, da ist was ganz... Was Wichtiges drin! Okay, also... Irgendwie habe ich aus Versehen den Roboter kaputt gemacht. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Okay, Kotz. Folgendermaßen läuft die Geschichte. Waffe weg. Komm rein. Das macht die verschissene Tür zu. Wegen dem werde ich daran dauernd entdeckt, weil ich die Tür nicht zumachen kann. So. Na also. Oh Gott, ich muss erstmal drum rumlaufen. Jawohl. Personalakten. Achso, warte, haben wir das nicht schon durchgelesen? Äh,
Mr. Huntley hat den Weg zum Lager 5 abgebrochen, weil sich ein Fischer, Name unbekannt, am Weiher von Mystic Pines niedergelassen hat. Mr. Huntley sagt, das neue Lieblingsfischerrevier des Mannes liegt direkt über dem Lagereingang. Das Stockton-Rettungsteam wurde beinahe von ihm entdeckt. Ich empfehle... Oh. Moment. Habe ich jetzt gerade nicht richtig durchgeklickt? Nee. Okay, also wir haben einen Geheimeingang am Mystic Pines Wasserloch. Fitzgerald B. Mr. Fitzgerald nimmt unsere Mission genauso ernst wie ich, wenn er doch nur etwas wegen seiner Frau unternehmen könnte. Fitzgerald P. Bedenken, hat die Sims als unerwünscht bezeichnet, Auseinandersetzung mit Mrs. Bell, häufig negative Bemerkungen über andere Mitarbeiter und andere Orte im Commonwealth, besonders Diamond City. Ernste Maßregelung, weil sie einen Händler vor dem Institut und dessen Methode gewarnt hat. Notiz, wenn Mrs. Fitzgerald nicht sonderlich effektiv in ihrer Rolle wäre, würde ich sie wieder zum Lager zurückschicken. Aber sie ist mit Mr. Fitzgerald verheiratet, weshalb wir permanenter Aufenthalt hier erforderlich ist. Wir können nichts anderes tun, als regelmäßig unsere Mission und deren Parameter Nachdruck zu verleihen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ihr das Geschäft mehr am Herzen liegt als unsere Ziele. Oh. Bedenken, Besitz von Schmuggelware in drei Fällen. Der Huntley-Tee, wer ist das? Ist das, der draußen stand? Allgemein asoziales Verhalten hat dazu geführt, dass Besucher sich unwohl fühlen. Huntley ist neu in Covenant und wenn man sich seine Vergangenheit ansieht, wird schnell klar, warum er so schreckhaft ist. Hoffentlich kann die Gemeinschaft ihm mit der Zeit ein Gefühl von Sicherheit geben. Wenn er unsere Besucher allerdings weiterhin so beunruhigt, muss er vielleicht versetzt werden. Das Gute ist, dass seine Zurückgezogenheit ihn irgendwie dafür geschaffen hat, Nachrichten zum Lager zu bringen. Und wenn Händler in der Stadt sind, bleibt seine Abwesenheit nahezu unbemerkt. McGovern-Besucher fallen ihre Nervosität und Anspannung auf. Sie ist sehr mitfühlend. Könnte das ein Problem werden? Notiz. Nachdem ich hier meine Bedenken schilderte, lenkte Mrs. Cameron tatsächlich ein. Es gehörte zu unserem Job, uns so natürlich wie möglich zu geben. Und wenn überhaupt, übertreibt sie es. Ich hoffe wirklich, dass sie sich erholt, statt nur etwas vorzugeben. Aber selbst wenn sie nur etwas vorgibt, ist sie für uns absolut unverzichtbar. Montgomery. Bedenken keine. Ich habe keine besonderen Bedenken, was Dr. Montgomery angeht. Wenn ich sie mir jetzt ansehe, würde ich nie im Leben darauf kommen, was sie alles durchgemacht hat. Das einzige Problem ist, dass sie zurückgezogen ist und sich nicht in die Gemeinschaft integriert. Aber ich glaube, sie wollte auf keinen Fall hierher versetzt werden, sondern lieber an der Hauptmission teilnehmen. Doch bevor sie hier war, hatten unsere Besucher sich hauptsächlich darüber beschwert, wie schlecht die medizinische Versorgung sei. Wir brauchen hier alles, also dringend einen Arzt und zu ihrem... Vielleicht ist sie die Einzige mit dieser Qualifikation, die ein geeignetes Temperament besitzt. Ja, mein Swanson, wer ist Swanson? Keine Ahnung. Swanson ist verschwiegen. Er arbeitet direkt für das Lager und verwaltet den Test. Ah, okay. Und ich habe keine Ahnung, wer er war oder wie ich ihm helfen kann. Er hält sich strikt aus der Gemeinschaft heraus. Ob das an seinem Befehlen oder an seinem Wesen kann ich nicht... Also, wir haben einiges über die Leute erfahren. Ich hätte schwören können, wir hatten das schon mal geöffnet bzw. gelesen, aber irgendwie doch nicht. Boah, haben wir nicht hier irgendwas geknackt? Ne, hier lag was auf dem Tisch. Ja, hier lag was auf dem Tisch. So, ihr seid alle noch gut gelaunt. Das heißt, wir können hier mal richtig abspeichern. Safe sind wir jetzt. Vielleicht kann ich ihm schon einen Bericht erstatten. Hey, hast du was über die Karawane erfahren? Ja, zufällig schon. Sie haben die Überlebenden in ein Lager gebracht. Dann sind wir im Geschäft. Ich treffe dich da und wir retten ein paar Karawanenmitglieder. Okay. Das ging jetzt fix. Ich dachte, wir können die anderen Punkte noch irgendwie durchsprechen. Hey, Franklin. Es ist kein Geheimnis, dass du hier rumschnüffelst. Hallo. Nicht sehr freundlich von dir, wenn du mich fragst. Ich weiß, du glaubst, immer das Richtige zu tun. Triff nur keine übereilten Entscheidungen, die du später bereust. Welche übereilten Entscheidungen meinst du? Vielleicht mag man an deinem nächsten Ziel keine Eindringlinge. Komm einfach raus und sag, was du damit meinst. Hast du vielleicht ein Gerücht über Stocktons Karawane und ein Lager gehört? Tun wir mal so, als wäre da was dran. Wir würden nur etwas tun, wenn wir gute Gründe hätten. Die besten. Pass auf. Du stellst deine Nachforschungen ein und ich schenke dir 100 Kronkorken. Dann bist du hier jederzeit wieder als Freund willkommen. Kann man da nicht noch mehr suchen oder rausholen? Es gibt doch bestimmt einen Spielraum. Ich bekomme Stocktons Überlebende und wir bleiben Freunde. Ich muss aber mehr wissen. Ja, Sie sind vernünftig. Denken Sie doch mal darüber nach. Das ist eine Menge. So ein Deal, tja, das ist mir zu hoch. Pass auf, ich teile dem Lager mit, dass du kommst. Dann kannst du das mit ihnen ausmachen. Viel Glück. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Diese Option habe ich noch nie gewählt. Ja, ich habe einen Augenblick, was hey, los. Cotsworth.
Sir, vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Ja. Klar, was hast du auf dem Herzen? Oh, nur etwas, was ich mir von der sprichwörtlichen Seele reden möchte. Ich wollte Ihnen nur sagen, welche Ehre es für mich ist, Sie zu begleiten. Sie glauben ja nicht, wie schrecklich die letzten 200 Jahre waren. Diese Zerstörung und nicht zu wissen, ob es Ihnen und der Familie gut geht. Was für eine Erleichterung, den Eingang unbeschädigt vorzufinden. Den Eingang? Das muss schwer gewesen sein. Wie hast du es überwunden? Zuerst mit Arbeit, mit Beschäftigung, Tag und Nacht. Und glauben Sie mir, davon gab es reichlich. Schließlich wurde die Arbeit einfach. Was mich gerettet hat, waren meine Erinnerungen an Sie, Ihre Frau und den kleinen Sean, an Ihre Liebe und Güte. Ich habe gekämpft, angetrieben von der Hoffnung, dass Sie und Ihre Frau, dass Sean oder vielleicht seine Kinder eines Tages herauskommen würden. Du bereust es nicht, das lange Warten? Niemals. Für mich war es das wert, die ganzen 200 Jahre. Sie sollten wissen, wie sehr ich Sie als Familie sehe. Für manche bin ich nur ein Roboter. Hoffe aber für Sie mehr zu sein. Natürlich, Kotzi, du bist für mich der Begleiter, der nie automatisch angreift. Vielen Dank dafür übrigens. Du bist für mich auch ein Teil der Familie, Cosworth. Wir werden noch eine Weile auf dieser Welt sein. Zusammen. Sir, Sie wissen ja nicht, wie wunderbar es ist, Sie das sagen zu hören. Ich fühle mich wie neu geboren. Nun ja, genug geplappert. Machen wir weiter, ja? Ja, natürlich, wir müssen jetzt hier mal... Also, was ich eben... Warum braucht eine winzige Siedlung so viel Feuerkraft? Das frage ich mich... Mystic Pain... Ah, das ist direkt hier, okay. Ich erinnere mich nicht an... dass ich diesen Weg gewählt hätte, also wie wir es gerade eben gemacht haben mit dem Governor. Da drin wurde ich immer ultra gebeutelt. Da sind irgendwie 8 Trilliarden Leute... Und man kann am Anfang, glaube ich, ein Gespräch dazu führen, bin mir aber auch nicht mehr sicher. Nein. Shit. Oh, fuck. Oh, my God. Oh, no. A little small mile lurk. It's so crikey. Ah. Ja, komm mit. Was ist denn Dodo? Ist hier ein Jet? Kotzda ist ein Jet. Ach Gott. Das ist doch ein Jet. Gott, guck dir das geile Ding an. Das ist doch ein Jetterich. Gott. Fusion Corn! I shit me in my face. Geil! Das habe ich auch noch nicht gesehen hier, das Ding. Da unten. Das hier ein. Ich dachte kurz, das wäre ein ganz normaler Chat. Das sah von oben aus wie so ein ganz normaler. Oder? Von hier könnte man meinen, das ist ein. It's just a normal thing, not this deep shit thingy. Wir müssen uns merken, dass. Achso, komm. Ich porte das Ding halt auch schnell in unsere Butze. Und dann kommen wir wieder zurück. Damit wir die schön sammeln können. Falls wir die doch mal brauchen sollten. Aber im Endeffekt oder am Ende ist es so, dass die verschissenen Bewohner von unseren Siedlungen dann in den Teilen rumrennen und die verschlampern und irgendwo stehen lassen. Oder halt einfach mit denen durch die Gegend stapfen. Ich weiß nicht, ob die Fusionskerne dann leer gehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn ich sie nicht benutze, gehen sie auch nicht leer, egal wer sie dann benutzt. Bin ich wohl nicht mehr zu gebrauchen. Ja, du wirst nicht mehr zu gebrauchen, irgendwie für gar nichts. Hallo? Ah ja. Anything goes! Ach Gott, ist das schön, die Musik! Gut. So. Wir gehen nach Mystic Pines, das war dieses Altenheim, ne? Da waren wir gar nicht drin, glaube ich, aber es ist da auf jeden Fall. Wie viele Punkte können wir jetzt eigentlich schon wieder vergeben? Ich glaube, es sind einige. Ach Gott, das ist echt schlimm. Das ist verschissen schlimm. Und die Uhrzeit gehen die ganze Zeit. Ich gehe am laufenden Band eigentlich. Jawohl, wir können jetzt 2 vergeben. Wir könnten jetzt natürlich hier drüben noch eins reinklüppeln. Du verursachst jetzt 50% mehr Schaden im Kampf. Das ist grundsätzlich sehr nice. Sehr nice. Aber wir haben, glaube ich, auch noch Dinge vor uns, die wir zum Entwickeln brauchen. Jetzt wäre ein dummer Schaden außerdem. Oh.
Außerdem können sie dich nicht verletzen. Ist nicht schlecht, wenn wir denen Raketenwerfer in die Hand drücken oder so ein Atombombenschmeißgerät. Das Impact stellt 50 Meter. Ich glaube, das mache ich mal. Das ist auch mal nicht schlecht, oder? Ihr könnt euch gerne auch mal äußern, was ihr da gut fändet. Taschendiebstahl. Taschendiebstahl ist, glaube ich, in gewissen Momenten auch wirklich angenehm, wenn man Leute leicht ausrauben kann. Vielleicht sollten wir da auch mal hinarbeiten. Was geht denn da? Ich sag bloß hier jetzt noch irgendwas an. Wir gehen jetzt trotzdem mal kurz. Ach so, jetzt nicht mehr so viel Zeit. Wir machen dann die Mission da unten gleich in der neuen Folge. Ich gehe noch kurz hier rein und guck, was hier so laute Geräusche macht. Oh Gott. Wahrscheinlich sind hier Ghoule, oder? Oder gar keine? Da ist wahrscheinlich einfach nur ein Generator drin, ne? Mit einem Fusionskern. Ja. Ja. Ja, das klingt so. Ajo. Haben wir doch richtig gehört, der Jumble. Wundert mich, dass das Licht dann bleibt dann. Ich glaube, hier haben wir auch irgendeine Mission in Mystic Pines, oder? Ah ne, das war in einem Krankenhaus, hieß es. Wir sollen. Oh. Wir sollen irgendeinen Schlüssel finden oder so für das Hauptgebäude. Aber das war da hinten, wo wir gegen die Meyerlocks gekämpft haben, für diesen einen Nachbarschaftswachenkerl, der uns dann die Reaper 2 gegeben hat, die ich übrigens noch umändern soll. Ich glaube, in Raper oder so. Möglicherweise war das in. Ich dachte, hier liegt. Ich dachte, hier ist so ein Ding gesehen, das man abspielen kann. Okay. Also. Oh. Das ist dann komisch. Hier ist gar nichts. Hier ist nicht mal ein Feind. Hier ist einfach fucking none. Chat. Sehr OP-Tablett. Sehr gut. Aber sonst ist hier nichts, ne? Oh geil, die können wir beide gebrauchen. Das finde ich jetzt merkwürdig. Das ist ja echt eine Station, die zumindest jetzt auf den ersten Blick keinen Witz hat. Da ist nichts, da ist nichts versteckt. Hier ist keine Anspielung auf irgendwas, zumindest erkenne ich keine. Das wundert mich irgendwie. Sonst ist doch immer irgendwie was versteckt da. In dem Fallout. Na, immerhin haben wir jetzt diese Stinkpacks bekommen. Und können uns schon mal Richtung Dingenskirchens begeben. Komm, Kotzi, wir müssen jetzt mal hier ein Lager ausräumen. Ist dieser Kerl jetzt auch hier irgendwo? Dieser Fischer? Oh. Steht er? Alles klar. Ich quark den mal kurz an. Da unten sitzen auch zwei Leute. Hey, Fitzer. Oh. Guck mal. Oh, das ist echt fucking sweet. Einfach ein Paar, das wahrscheinlich in den Atompilz reingestarrt hat, das mit Absicht gestorben ist hier, beziehungsweise geplant. Die hatten sich bestimmt auch in der Händchen haltend hier. Oh, fucking sweet. Schön süß. So, Fischer, wie sieht's aus? Ha. Die Leute machen die ganze Zeit Quatsch am Ufer. Die vertreiben mir die Fische. Das sind blöde Leute, oder? Mensch, so Leute hasse ich ja auch. So Leute könnte ich ja echt hassen. So. Und wo ist dieser Dan? Danny DeVito? Abwasser, Colonel. Und die Musik dödelt leise im Hintergrund. Ah, das ist er, oder? Ja, das ist er. Ich hasse diesen Ort. Hey, Dan. Da oben ist jemand. Du gehst voran. Gut, dann gehe ich voran, aber lass mich kurz speichern. But first, let me take a selfie. Warte kurz, Dan. Haben wir das Licht ausgemacht? Ja. Dan? Hallo? Nur weil Jacob für dich gewirkt. Was? Haben wir hier ein Problem, meine Herren? Okay, das war, Ich glaube, man darf nicht einfach durchlaufen. Naja. Aber das machen wir dann eh
in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt, meine Damen und Herren. Ciao, tschüss.